Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich jetzt irgendwie voran. Das ist ein Item. Item in Egg, das könnte ich brauchen. Was ein Dreck, das ist ein René, ja, und das geht mir auf den Sack. Und dagegen kacke ich ab. Flammenwurf! Es warten auf jeden Fall noch sehr viele Aufgaben vor uns. Ich habe mal mit True ein bisschen gelabert und er meinte so, ja, hallo, Chris, du, ich weiß ja noch nicht, ob du schon wusstest, ne? Aber da kommt noch ganz viel auf dich zu, mein Junge. Du hast schon richtig was vor, ich schwöre dir. Das werden wir jetzt danach machen. Ich werde jetzt die Arena dann gleich noch nicht machen. Wir werden nämlich erstmal nach Gensokyo zurückkehren und nochmal vorbeischauen und mal Hallo sagen an der Stelle, da wo ich eine Quest vermute, weil da hat er gemeint, ich muss irgendwo hin, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es genau sein soll. Ich bin also orientierungslos. Da bin ich sich. Ich denke, es noch mal Hydropumpe oder sowas halt dann. Ja, natürlich. So, wo ist jetzt. Warte mal, ich hab doch hier bestimmt. Pass mal auf. Ja. Das reicht jetzt. 250 Schritte dürften jetzt eigentlich keine Bonika angreifen. Ach, jetzt sehe ich, dass das leuchten die Augen von dem Vieh. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, hier drin waren wir doch schon. Ah, da komme ich nicht durch. Wie soll ich denn da hinkommen? Was ist das für eine Scheiße? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ach, ich habe eine andere Idee. Unten war doch nochmal, so eine blöde Treppe, ne? Irgendwo. Und irgendwann. Irgendwo, irgendwie, irgendwann ist da eine Treppe, an der ich hinaufklettern kann. Ja, hier nicht. Da ist zu. Scheiße, du blöde Kuh. Auch nicht anschafft. Auch nicht anschafft. Jetzt habe ich keinen Schutz mehr. Oh, ey, Kurakuma. Ey, Kurakuma. Hell's Tokamak hier. Das hört sich irgendwie an wie so eine Indianer-Attacke. Ureinwohner-Attacke, Entschuldigung. Na, jetzt schwöre ich dir, wenn Hell's Tokamak jetzt trifft, dann hast du ein ganz schönes Problem unter deinem Hintern. Weil das mache ich jetzt garantiert nicht mit. Ja, ich kann nicht fliehen, noch besser. Mach die weiter, ich bin schon verwirrt, du blöde Kuh. Dankeschön. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal raus und hol mir neue Dinge jetzt hier, sagt es mir. Ja, Mama, oh nein, Suffkopf, I'm digging a hole und tschüss. Ja, das mache ich garantiert nicht mit. Das war ein schönes Training, aber nervt mich nicht zu. Extrem. Ah, danke schön. Hier. Hallo. Na, alles für den Schritt. Full Heal Escape Rope Max Repeal. Dankeschön. Gib mir mal 10 Stück davon. Ah, 9. Komm. 9 reichen. Na, 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 ins Pokémon Center. Ah, die Musik ist klasse. Die Musik allgemein im Hack ist klasse. Muss man mal zugestehen. Dass die Musik sehr gut gewählt ist, auch wenn die Kampfmusik ein bisschen zu laut ist. Im Vergleich zu anderen Musik, denn dann mache ich dann. Verdammt, ich muss mich richtig hinsetzen. Au. Die Kampfmusik ist eindeutig zu laut, da mache ich dann halt hier. Die Musik hier ein bisschen leiser, dann ist die fast wieder zu leise. Und dann kommt mir die Kampfmusik extrem laut vor, immer noch. So, Backpack, Rucksack, Rucksack, Speckpack. Moment, Max Repeal. Mir fällt gerade auf, wir haben immer noch ein Sonderbonbon, das ich noch nicht abgeholt habe. So, habe ich jetzt hier schon aufs Knöppel gedrückt? Ne, noch nicht, ne? Genau, das Knöppel hier. Dankeschön. Ja, wer würde das nicht tun? Ich glaube, ich würde es nicht tun. Wenn ich ehrlich bin. Dann kann ich jetzt hier vielleicht irgendwo eine Treppe rauf? Ach, komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt darf ich wieder raufrennen und oben mit den blöden Schatten. Was? Ich hab doch. Du bist gleich vom Level her. Tschüss. Stimmt, gleiches Level ist ja wieder was anderes. So. Wo ist der blöde Schalter hier? Du. Ja. Herrgott, was tue ich denn? Jo.
Es ist hier wieder an! Was soll ich denn hier tun? Also ich komme gerade gar nicht drauf klar, das nervt mit diesen dummen Schaltern. Den hab ich doch gerade. Ah, tschüss. Das war irgendwie bei Feuerrot und Blattgrün viel einfacher. Es ist hier wieder zu, das gibt's doch gar nicht! Felsäge! Gott, das nervt! Wie zur gottverdammten... Oh. Oh. Ich blicke gerade gar nicht durch. Ach, das ist ja noch meine Treppe! Sag mir doch sowas gleich! Boah, Nerven, meine Nerven, ich schwör's euch. So. Machen wir hier den Schalter an. Dankeschön. Gut, dann mache ich jetzt mal hier ein... Boah, muss ich jetzt den Ding runterhüpfen oder den rechten? Komm, ich kämpfe gegen dich. Mein Mentor hat hier mal gelebt, ne? Voll die geile Information. Das interessiert dich bestimmt, junges Fräulein. Nicht möglich. Kommt mir das nur so vor, dass sind hier die Bonika ein bisschen schwächer als in Saffronia City. Oh Gott. Ich würde ja hier auch Marissa einsetzen, aber Marissa ist schon auf Level 71 und mein restliches Team hielt sowas von hinterher. Das ist nicht mehr schön. Itokiko. Tokiko, Tokiko, Tok, Tok, Tok. Okay. Hess Tokamak. Nerven! Boah, wie mich diese Attacke nervt. Und Hess Tokamak trifft natürlich nicht. Na, also. Na, also. Bling. Shinki. Das normale Shinki. Ah, so sieht es also aus, okay. Ich habe noch nie das normale Shinki gesehen. Ich habe immer nur die Unterentwicklung gesehen. Yay, brenne, brenne in der Hölle. 4000. Wow. Scheiße. Aber was haben wir denn hier? Sollte ich noch so, was ist hier? Eine Treppe? Komm und find sie die Leiter zum Himmel. Was ist hier? Gar nichts. Ich hüpfe jetzt mal hier runter. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich. Ja, diese scheiß Rätsel geben voll gegen Strich. Ach, ich hasse euch alle. Und vor allem diese blöde... Scheiße hier, Max Repeal, dankeschön. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich. Und dieses scheiß Level gibt mir voll jeden Strich. Aha. Ach, gegen den kann ich kämpfen. Hallo! Wer bist denn du? Hier sollte ich niemals sein. Aber ich und meine Kollegen hängen hier trotzdem rum. Weil wir nicht dumm sind. Aber wir können nicht rein. Na, Tokiko. Tokiko, Tokiko. Wir singen schalalalala. Tokiko bekommt jetzt auf Maul. Wir singen schalalalala. Es ging ja richtig flott. Das wurde mir mit dem Eko Akuma. Aber das kriegt jetzt doch aufs Maul von mir. Mit Hells Zuckermack, der diesmal ausnahmsweise trifft. Na, 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 na. Hier kommen gerade seltsame Leute in Skype und dann. Autsch, das hab ich getan. Affenkopfmensch. Oh. Gib mir der Ziege. Carbon. Hier könnte ich jetzt theoretisch rausgehen, würde ich aber nicht. So, Untergeschoss. Bonika-Menschen. Hier hinten war doch ein Item.
Da bin ich mir sicher. Genau. Was kommt jetzt? Flandre. Level 61. Waren die vorher nicht nur Level 52? Warum fange ich mir immer die billigen Viecher? Ich will doch die guten haben. Schrei nicht. Feuerwister. Oh, gegen den Arsch mit Ohren möchte ich jetzt noch kämpfen. Ah, oh, wieder ein, wahrscheinlich wieder ein Flandre. Natürlich. Ein Level würde ich jetzt hier noch steigen und dann könnten die Flandre mich auch mal ganz gewaltiger Poppes. Aber so. Aber hier kann ich auch Aki Sister nicht trainieren, das nervt. Hallo. Wo bin ich denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Oh, diese Diebe immer. Ebung, ja. Interessant. Erzählen Sie mir mehr. Während ich Ihre Ebung hier verbrennt, tut. Dann können Sie mir mehr über die Geschichte hier erzählen. Das reicht bestimmt nicht. Doch. Hat ja ganz schön viel HP gehabt, ne? Tja. Gut, Sunny Milk. Ach komm. Was mache ich denn? Den hat er bestimmt meinen Rivalen geklaut, das ist true. Hey, was ist mein Sunny Milk? Das hat er mir geklaut, der Sack. Aber meine Frage, es gibt nur einen Türöffner für die Arena. Und wenn man reinkommt in die Arena, steht ja immer dran, dass der Rivale schon vor einem da war. Wie macht er das? Wie kommt er in die Arena rein? Ist er beim Fenster eingestiegen und hat Pyro auf dem Scheißhaus erwischt? Und er hat gesagt, ja, komm, wenn du es keinem erzählst, dann kriegst du hier... das komische Ding hier, ne? Den Orden. Aber das bleibt unter uns, ne? Nur, dass wir uns dabei im Klaren sind, mein Freund. Ach, du Arsch, mit Orden kannst du zurückgehen, stehen bleiben. Ja, super. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wie der da reingekommen ist. Ansonsten wahrscheinlich ein Fenster eingeschmissen oder so. Mein Item. Flandre. Level 63. Sag mal, Spiel, was ist denn jetzt hier los? Musst du mich eigentlich jedes Mal übertreffen, wenn ich hier irgendwas mache? Oh, ich habe jetzt Level 62 erreicht. Ich kann von keinem wilden Boniker mehr angegriffen werden. Haha, das hättest du wohl so gedacht, mein Freund. Nimm das, Level 63. Und beiß dir in den Hodensack. Blizzard, sehr geil. Sehr gut. Habe ich gefunden, Blizzard. Ist gut für Leib und Seele. Oh, ja. Gut, dann kämpfen wir gegen den Sacknasen-Typ hier noch. Ja, dieser Ort hier ist ideal für ein Labor. Schau dir diesen Platz an. Look at this place. Do you understand me? Yumeko? Hey, was ist das? Habe ich das Viech auch? Leute, habe ich das Viech auch? Zumindest die Vorentwicklung? Was bist du eigentlich? Bist du ein Kampfviech? Nein. Irgendwas, was auf jeden Fall vom Feuer aufs Maul bekommt. Etokiko? Haben wir das nicht schon mal? Jetzt muss ich theoretisch gesehen noch auf Level 64 kommen, damit wir die 63er Flandres nicht auf den Keks gehen können. Aber ich wette, dass es 100 pro Level 65 kommt oder sowas ähnliches. 100 pro. Dankeschön. Ivan! Ja, wofür war denn das jetzt? Weil du mich so blöd angesprochen hast, ich will nicht mit dir reden. Oh, da oben ist nochmal ein Item. Secret Key. Okay, lag der nicht immer hier unten? Ne, hier ist Solarstrahl. Gut, dann raus mit uns. Los, Luftkopf, auf. Beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Das haben wir jetzt mal geschafft. Wir machen aber nicht die Arena, habe ich ja gerade gesagt. Wir fliegen jetzt nach Hause. Aber als allererstes mache ich mal folgendermaßen. Pass mal auf. Move Bonica. Ich werde jetzt mal Kurakuma mitnehmen. Für... die hier. So. Jetzt schauen wir uns das mal an hier. Was hatten die für einen Typ? Kurakuma, wo bist du denn? Gib mir erstmal das Item. Dankeschön. Psychoflug. Das heißt, du kannst Flugattacken erlernen. So, jetzt mach mal auf, mein Fräulein.
Jetzt pass einmal auf. Backpack, Rucksack, Rucksack, Speckpack. Was nehmen wir denn da? Aha, ich nehme Fliegen. Dann muss ich jetzt kein anderes Politiker mitnehmen. Ja, da kriegst du noch einen STAB-Bonus. Denn Flatter ist total scheiße. Die will ich nicht. Die Attacke ist kacke. Ich werde garantiert niemanden die Spezialangriffe stärken, nur damit verwirrt. Was haben wir denn sonst noch? Da kannst du bestimmt noch schöne Sachen. Ich bring dir Calm Mind bei. So. Jo. Für Copycat. Ich weiß gerade schon, wie ich die Hasen geben. Ja, puff! Jetzt diese absolut männliche rosa Disc. Calm Mind. Was habe ich denn sonst noch? Blizzard. Safeguard, Razor, Solar Beam, Psychokinese kannst du schon. Outrage, Snatch, was ist Snatch? Ich bring dir noch. Was? Du kannst keine Aero-Asser lernen? Ach, das ist gar nicht ein Aero-Ass. Ob ich keine Aero. Ach, egal. So. Dankeschön.